In unserer heutigen Sendung geht es um Kurkuma und Weihrauch. Und hiermit begrüße ich Sie ganz herzlich. Die Schatzkiste der Weltapotheke. Naturmedizin aus allen Teilen der Welt. Wir haben ein umfangreiches Wissen erlangt über all diese vielen Mittel, die aus den verschiedenen Kulturen über Jahrtausende überliefert worden sind, und sie stellen heute eine wirkliche Alternative zur Schulmedizin dar. Die Schulmedizin verfolgt den Ansatz, antibiotisch gegen etwas zu arbeiten. Nicht? Die meisten Präparate fangen mit Anti an, Antihypertonika, nicht? Antidiabetika und so weiter. Man will etwas wegkriegen, man will etwas aus dem Leben verdrängen, das man nicht haben will. Wir sind aber heute in der Ganzheitsmedizin als Gesellschaft an einem Punkt angekommen, wo ich meine, dass wir eingeladen sind, hinzugucken, dass wir wahrhaftig die Dinge transparent auf den Tisch bringen. Und ich bin in meiner Praxis am Stein oder Meer als Ganzheitsmediziner mit meinem Team so aufgestellt, dass wir nicht eher Ruhe geben, bis wir Ursachen von Krankheiten aufgedeckt haben. Wir wollen Menschen einladen, inspirieren, motivieren, Ursachen zu entdecken und auszuschalten, damit sich ihr ganzes Lebenspotenzial wie eine schöne Blume entfalten kann. Dafür sind wir angetreten. Dabei arbeiten wir lösungsfokussiert und wollen konkrete Maßnahmen aufzeigen, was jemand, der heute etwas ändern will, was muss er tun, um eine Veränderung in seinem Leben zu erreichen. Und eine wichtige Rolle spielt dabei neben der Psychosomatik, auch neben spiritueller Medizin, Meditation und all diesen Faktoren spielt die Naturmedizin. Und die Naturmedizin aus den verschiedenen Kulturen hält ganz großartige Schätze für uns bereit. Seit vielen Jahren weiß man inzwischen um die Inhaltsstoffe von Heilpflanzen, auch von sehr exotischen Heilpflanzen. Man kann diese Inhaltsstoffe benennen und durch große wissenschaftliche Studien an den Inhaltsstoffen hat man nun herausgefunden, welche Inhaltsstoffe wofür wirken und hat dabei festgestellt, dass die alten Traditionen das schon sehr genau wussten, die Schamanen genau wussten, was sie taten. Heute weiß man, warum sie das ausgewählt haben und was die genauen naturwissenschaftlichen Hintergründe sind. Aber das Beste ist, man weiß heute auch genau, wie viel man von einer Substanz einnehmen muss, um ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen. Wie viel Granatapfelextrakt, wie viel Milligramm muss ich nehmen, um eine herzmuskelstärkende Wirkung im System zu entfalten? Wie viel Olivenblattextrakt, Oleopoltin, muss ich nehmen, um meinen Blutdruck um 5 bis 10% runterzukriegen? Wie viel Baobab oder Zimt oder Buchweizen muss ich nehmen, um meinen Zuckerspiegel um 5 oder 10% zu senken? Wir wissen heute, wie viel Extrakt in welcher Menge notwendig ist, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und so hat die Ethnohealth Apotheke eine Vielzahl von Rezepturen, die wir uns heute angucken und nachlesen können. Und wir haben ein unglaubliches Wissen uns erarbeitet darüber, wie Naturmedizin wirkt und an welchen Stellen wir es richtig einsetzen können. Damit wird Naturmedizin erstmals zu einer wirklichen Alternative zur Schulmedizin und wir sind in der Lage, Chemie gegen Natur auszutauschen. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie wir das bewerkstelligen können, an welcher Stelle wir einsetzen können, um diesem Ziel gerecht zu werden, möglichst natürlich mit den Kräften der Natur, mit den ausgleichen Kräften der Natur, wo alles ja miteinander verwoben ist. Wie können wir davon Nutznießer sein, wenn wir an dieses Geflecht andocken? Und wie können wir verhindern, dass es weiter so läuft wie bisher, dass wir zu viel Raum der Schulmedizin geben, die mit viel Manipulation, mit viel Angst arbeitet, Nebenwirkungen negiert und gar nicht mehr im Blick hat, was in the long run in anderen Feldern angerichtet wird.
Nebenwirkungen von Magensäureblockern, die später zu Depressionen führen, weil im Darm nicht mehr genügend Serotonin und Melatonin gebildet werden kann. Oder zu orthopädischen Frakturen führen kann, weil nicht mehr genügend Calcium aufgenommen werden kann. Beta-Blocker, die die Stimmung reduzieren und in ein dumpfes Feld hineinbringen, wo man Dinge nicht mehr wirklich klar sehen kann. Nicht? Insulinpräparate, die eine Latte von Nebenwirkungen haben, zu denen dann auch Übergewicht zählt. Also wir haben eine Vielzahl von Nebenwirkungen, von den Antibiotika und Antimykotika, ganz zu schweigen, was die im System an Schaden im Mikrobiom, im Immunsystem des Darmes auslösen. Und so macht es heute mehr denn je Sinn, hochdosierte Naturmedizin nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft einzusetzen und dabei dafür Sorge zu tragen, dass wir natürlich auch Rahmenbedingungen schaffen. Rahmenbedingungen, unter denen diese Naturmedizin ihr volles Wirkspektrum entfalten kann. Denn es macht keinen Sinn, die Lunge zu stärken mit einer Lungenrezeptur, mit der Tragantwurzel zum Beispiel und mit Lungenkraut und Bibernellenextrakt, wenn gleichzeitig nebenbei geraucht wird. Es macht wenig Sinn, mit wundervollen Leberrezepturen die Leber zu stärken, die Leber zu reinigen, wenn gleichzeitig schlechtestes Fertigessen konsumiert wird. Also Rahmenbedingungen müssen stimmen und dann kann die Wirkung der Naturmedizin auch ihr volles Wirkspektrum entfalten. Und ich finde es großartig, wie wir immer wieder in der Lage sind, hier mit den Kräften der Natur regulierend in unser System einzugreifen. Und ich finde es fantastisch, dass uns heute so unglaublich viel Wissen zur Verfügung steht und wir uns damit viel Leid von den Nebenwirkungen von Schulmedizin, von Chemie, wir es uns ersparen können. Und ich will Ihnen einige Beispiele nennen, auf welcher Ebene wir inzwischen ansetzen. Ich denke da an Burnout-Erkrankungen, bei körperlicher, psychischer und physischer Erschöpfung. Was bietet hier die Schulmedizin, außer vielleicht Vitamintabletten? Aus der Apotheke der Weltmedizin, aus der Ethnohealth-Apotheke gibt es hier Wurzelkombinationen, Wurzelextrakte mit Ginseng. Sie enthalten die Ginsenoide, mit der Astragaluswurzel, die Astragaloide, mit der Ashwagandha-Wurzel, Maca-Wurzel, Engelwurz, Ingwerwurzel, nicht? Rosenwurz, Wurzeln aus allen Kontinenten, die die Erdung, die innere Festigkeit, die innere Resilienz stärken, aus alten traditionellen Wissen heraus. Wurzelextrakte, die uns verwurzeln, standfester machen, unseren Energiepegel wieder anheben. Mit Immunkraft die besten Immunbeeren, Beeren, die einen extrem hohen Gehalt an natürlichem Vitamin C, an Bioflavonoiden, an Antioxidantien haben. Ein wunderbares Mittel, um das Immunsystem zu boostern, um den inneren Booster hochzufahren, mit Acai-Beeren, Aronia-Beeren, Goji-Beeren, Schisandra-Beeren, Baobab, den besten Heilfrüchten und Beeren, die das Immunsystem stärken. Zur Entgiftung die besten Algen mit Spirulina, mit Chlorella, mit Wakame, mit Afer-Algen, Ascophyllum nodosum, der Knotentank, der Fingertank, die Rotalgen, eine Rezeptur, wo es darum geht, den Körper mit seinen Alginaten zu entgiften, gleichzeitig Jod zuzuführen, aber vor allem Entgiftungsprozesse anzuregen. Die besten Kernextrakte, OPC-Kraft, eine Rezeptur, die wir in der Weltmedizin überall finden, wo es darum geht, Kernextrakte aus Weintrauben, aus Pomeranzenschalen zu benutzen, Resveratrol, Salvestrol, Quercetin aus der Guave, Papain aus Papayakernen, also ganz großartige Kernextrakte, die bestimmte Kompartimente des Immunsystems stärken können. Wir haben die Enzyme, eine Enzymrezeptur mit den besten Enzymen von Feige, Ananas mit dem Bromelain, Feige mit dem Ficin, die Enzyme aus der Papaya, auch wieder aus Traubenkernen, Enzyme, die abschwellend wirken, die Entzündungsprozesse eindämmen, die nach Operationen die Wundheilung anregen und beschleunigen. Eine Herzrezeptur mit den besten
herzstärkenden Kräutern, um da zu nennen, den Granatapfel und Weißdorn und Olivenblattextrakt, Dinge, die den Herz, die Herzkraft stärken und die Herzdurchblutung fördern. Wir haben Rezepturen, die die Gelenke stärken. Wir haben Rezepturen in der Weltmedizin, die eingesetzt werden, um Entzündungsprozesse in den Gelenken, um Faszienverklebung zu lösen. Wir haben in der tibetischen Medizin Rezepturen gegen die Windkrankheit. Das heißt, die Krankheit des so vielen Denkens, wo man gefangen ist in immer mehr vom Selben und gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Nicht? Pillen gegen die Windkrankheit, aber auch Pillen gegen die Schleimkrankheit, wenn man so träge geworden ist, dass man zu gar nichts mehr Lust hat und nur noch zwischen Kühlschrank und Fernseher hin und her schlürft und zum Schluss seinen Schlafanzug auch nicht mehr auszieht, also um wieder in die Püschen zu kommen. Nicht? Wir haben aus der ayurvedischen Medizin Rezepturen, die ausgleichend auf die drei Doshas wirken, nicht? Mit der Amla-Frucht, nicht? Besondere Heilbeeren, die ausgleichend und die Psyche stabilisierend wirken. Wir müssen nicht auf chemische Medizin zurückgreifen. Wir haben das wunderbare Safran, Safranextrakte, um hier auch wieder die Psyche zu stärken. Wir haben gegen Schmerzen in der Weltmedizin eine Vielzahl von Rindenextrakten aus Akazienrinde, aus Pappelrinde, Weidenrinde, Pestwurzextrakt. Wir haben Extrakte, die den Blutzucker senken, den Cholesterinspiegel senken. Für alles gibt es Rezepturen in der Apotheke der Weltmedizin. Bewährt aus verschiedenen Kulturen kommen sie zu uns. Wir haben heute die Möglichkeit, sie als Alternative zur Schulmedizin einzusetzen. Eine neue Form der Hochdosis Naturmedizin, die ganz auf die Entdeckung der Extrakte, die Entdeckung der sekundären Pflanzenstoffe setzt und hier wissenschaftliche Studien hat. Allein per Kurkuma habe ich 900.000 Einträge gefunden. Und hier sind wir mit Kurkuma und Weihrauch bei der Heilpflanze, der Heilwurzel Kurkuma überhaupt. Keine Heilwurzel hat so viel, so ein breites Spektrum an Wirkungsmöglichkeiten. Und ich kann jedem empfehlen, ob es sich um Infekte handelt, um Autoimmunerkrankungen handelt, um ganz akute Virusinfekte, um Verdauungsstörungen, das reine Kurkumin, eine Zauberpflanze, für mich die Pflanze der Weltmedizin, die Pflanze Nummer eins. Ein großes Geschenk, dass wir diese Pflanze jetzt haben, aber wir müssen sie hoch genug dosieren und die gibt es in Extraktform, Extraktionsverhältnis 1 zu 50. Das ist dann wirklich hochdosiertes Kurkumin. Ich selbst gebe sie mit meinem Team in meiner Praxis am Steinhuder Meer in der Krebstherapie als Infusion extrem hochdosiert zusammen mit Resveratrol oder Artemisinin, dem Beifuß. Also Hochdosis Naturmedizin, ein Geschenk aus der Schatzkiste der Natur. Ein großes Geschenk, wenn es darum geht, Schulmedizin gegen Naturmedizin zu ersetzen, so dass wir frei von Nebenwirkungen wieder in unsere Balance, in unser Element kommen können. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.